Ich weiß nicht. Vielleicht muss es ja auch nicht immer sein. Vielleicht muss man auch nicht immer fliegen. Ich versuche mir das wirklich abzugewöhnen. Ich ziehe das durch mit der Bahn. Wirklich, knallhart. Man braucht so eine buddhistische Gelassenheit, aber dann geht's. Und ich habe festgestellt, die Bahn hat viele Probleme, aber das größte Problem der Bahn ist nicht die Bahn. Das größte Problem der Bahn sind die Reisenden. Kann es sein, dass die Deutschen zu doof sind zum Bahnfahren? Ich muss es leider so hart formulieren. Ein Volk, das sich wegen umgekehrter Wagenreihung dermaßen ins Hemd macht, also wirklich am Bahnsteig komplett dekompensiert. Wegen umgekehrter Wagenreihung. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hin muss. Wie, jetzt ist hinten vorne und vorne hinten? Ja, scheiße. Was mache ich jetzt? Scheiß Deutsche Bahn. Alles umgekehrt. Ich habe keine Ahnung. Ja, dass dieses Volk im PISA-Ranking Jahr für Jahr weiter nach hinten rutscht, wundert mich nicht mehr. Was ich da auch wirklich für Dialoge mitbekomme im Zug. Sie müssen aufstehen, hier ist Platz 20, ich habe reserviert. Ich habe auch reserviert, ich habe auch Platz 20, wie kann das sein? Ja, gucken Sie mal hier, meine Reservierung Platz 20. Ja, gucken Sie mal, Sie haben Platz 20, Wagen 19. Ja, wie, und was ist das hier? Das ist Wagen 1. Ja, und wo ist Wagen 19? Ja, Wagen 19 ist ungefähr 1 Kilometer in die Richtung da. Was, 1 Kilometer in die Richtung da? Da bin ich ja fast schon in München. Wieso München? Der Zug fährt nach Hamburg. Was? Der Zug fährt über München nach Hamburg? Nein, der Zug fährt direkt nach Hamburg, nicht nach München. Der Zug fährt nach Hamburg. Das gibt's doch gar nicht. Scheiß Deutsche Bahn. Der Zug fährt nach Hamburg. Ich finde die Bahn als Verkehrsmittel prima. Die Reisenden sind das Problem. Justus würde nie Bahn fahren. Das ist für ihn kein zeitgemäßes Verkehrsmittel. Er fährt lieber E-Scooter für die kurzen Wege, ja, oder Auto, SUV oder fliegt. Bahn, das ist für ihn absolut uninteressant. Hat auch natürlich immer die neuesten Geräte. Klar, ist auch so ein Technik-Nerd. Immer natürlich das neueste Handy, den neuesten Fernseher. Jetzt hat er zum Beispiel einen Fernseher mit Gestensteuerung. Totaler Mist. Was ich mir mal wünschen würde, wäre ein Fernseher, den man kauft und anschließt und man kann sofort gucken. Das wäre nicht super. Ja. Man muss sich nicht einen Tag Zeit nehmen, um das Ding zu programmieren, aber das wird es nicht geben. Stattdessen Fernseher mit Gestensteuerung. Man sitzt da, guckt Fußball, es fällt ein Tor, man jubelt. Und das blöde Ding schaltet um auf Rosamunde Pilcher und man kriegt die mehr zurück. Und als ich Justus da sitzen sah, vor ein paar Tagen, und sah, wie begeistert er war, was technisch alles möglich ist, da wurde mir plötzlich klar, was sein Problem ist. Und ich habe es ihm auch gesagt. Ich habe gesagt, Justus, ich glaube, dein Problem ist, du bist Ingenieur. Du bist es gewohnt, die Welt zu betrachten und zu verändern, sie effizienter zu machen, in deinem Sinne. Ja, du bist ein Macher. Und dann passiert irgendwas, dann kommt da ein Virus daher und das legt einfach mal alles lahm. Und du kannst nichts dagegen tun. Und das hältst du nicht aus. Das ist für dich eine narzisstische Kränkung. Und deswegen leugnest du lieber die Gefährlichkeit dieses Virus, als dir einzugestehen, dass du in dem Moment vollkommen machtlos bist. Und ich glaube, so ist es mit vielen Verschwörungstheorien. Ja, das ist doch hauptsächlich was für Menschen, die sich wünschen, dass alles so bleiben möge, wie es immer schon war. Wenn man sagt, der Klimawandel existiert nicht, dann kann man weiter Fleisch essen und fliegen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Man muss sich keine Sorgen machen um seine Enkelkinder. Was für ein entspanntes Leben. Wenn man sagt, Wladimir Putin ist immer nur ganz übel mitgespielt worden. Eigentlich ist das ein feiner Kerl. Dann können wir wieder Gas von ihm kaufen und wir haben es wieder warm im Winter. Und man kann die ganzen Sprüche aus den letzten Jahrzehnten fröhlich recyceln und kann sagen, Schuld war und ist der US-amerikanische Imperialismus. So war es immer und so wird es immer sein. Auch das ein total übersichtliches Leben. Corona auch. Wenn man sagt, Corona existiert nicht. Ja, man musste keine Angst haben, man musste die blöde Maske nicht tragen, durfte sie nicht erwischen lassen. Ich glaube wirklich, diese ganzen Verschwörungserzählungen, die sind gar nicht was für Querdenker, für Andersdenker.
für Selberdenker. Ich glaube, die sind eigentlich was für faule Säcke. Und Justus hat gesagt, das sei eine Unverschämtheit und auch nicht richtig, denn ihm ging es ja darum, dass er einfach sagen will, was er denkt. Ich habe gesagt, du kannst nicht sagen, was du denkst? Was soll das denn? Dann sag mal, was du denkst und was du meinst, nicht sagen zu können. Und er hat gesagt, nein, dann wirst du unsere Freundschaft canceln und ich will nicht gecancelt werden. Ich cancel dich nicht, hör auf mit dem Blödsinn. Und er hat dann gesagt, was er zum Beispiel denkt und was er meint, nicht sagen zu können. Er hat gesagt, er will zum Beispiel sagen können, dass möglicherweise tatsächlich Bill Gates hinter Corona gesteckt hat. Ja, da war ich auch schockiert. Hätte ich nicht gedacht, dass es doch so schlimm steht. Aber ich habe dann ganz cool reagiert, habe gesagt, okay, also Bill Gates steckt hinter Corona. Warum? Was war sein Motiv? Geld. Okay, wir wissen alle, Bill Gates braucht dringend Geld. Okay, nehmen wir das mal als Prämisse so hin. Dann gibt es ja viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen, gerade wenn man Bill Gates ist. Bill Gates entscheidet sich für folgende Variante. Er sagt sich, ich erfinde ein Virus und dann überzeuge ich die Weltgesundheitsorganisation mit sehr, 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 sehr viel Geld und mit Hilfe dieser bestochenen WHO überzeuge ich dann Regierungen auf der ganzen Welt davon, dass dieses Virus existiert und sehr gefährlich ist. Und die meisten glauben mir, weil ich ja Bill Gates bin. Und es gibt Corona-Maßnahmen, die unglaublich schmerzhaft sind. Und wenn alle so richtig leiden, denkt sich Bill Gates, dann lasse ich eine Impfung entwickeln gegen das Virus, das gar nicht existiert. Und damit werde ich dann schweinereich. Mal ehrlich, Justus, du musst es doch selber zugeben, eine solche Vorgehensweise, die ist doch vollkommen ineffizient. Daraufhin hat er gesagt, das kann man nicht so monokausal betrachten. Und ich habe gesagt, Justus, ehrlich, wenn du das wirklich glaubst, dann fällt es mir tatsächlich schwer, mit dir noch zu reden. Und er hat gesagt, gut, dann okay, dann war es das mit unserer Freundschaft. Dann sei aber auch konsequent, dann guck mal, was dir sonst nicht passt. Ja, dann geh mal ins Museum und guck mal, welche Kunst da nicht hingehört, weil sie von irgendwelchen Künstlern kommt, die dir politisch nicht genehm sind, die mal esoterisch rumgeschwurbelt haben oder Sexisten waren. Ich sag dir, da fängst du bei Joseph Beuys an und hörst bei Picasso noch lange nicht auf. Und dann stell dich mal vor dein Bücherregal und sortier mal alles aus, was da nicht reingehört, weil es von irgendwelchen Autoren geschrieben wurde, die dir politisch nicht passen, die kulturelle Aneignung betrieben haben. Ja, ich sag dir, hat Justus gesagt, ich sag dir, da bleibt außer Hera Lind nicht mehr viel übrig. Und die ganzen Russen kannst du auch aussortieren, die du da noch dekomäßig stehen hast, Krieg und Frieden und so weiter, muss alles weg. Und ich habe gesagt, nein, im Gegenteil, da ist es ja gerade Wladimir Putin, der cancelt, weil Krieg und Frieden zum Beispiel gar nicht mehr Krieg und Frieden heißen darf. Das hieße heute Spezialmilitäroperation und Frieden. Und Justus hat gesagt, ja, wer sagt denn, dass es nicht eine Spezialmilitäroperation ist? Und ich habe gesagt, sag mal, spinnst du? Du glaubst, dieser Krieg ist eine Friedensmission? Ja, zur Befreiung des ukrainischen Brudervolkes? Also, wenn das eine Friedensmission ist, dann kann man auch sagen, ich schlag dir alle Zähne raus, schützt vor Karies. Das ist doch irre. Und Justus hat auch rumgebrüllt. Ja, du glaubst doch alles, was die Medien dir vorsetzen. Und im Übrigen hat er gesagt, weißt du eigentlich, warum dein geliebter Derek nicht mehr im deutschen Fernsehen läuft? Weil Horst Tappert in der Waffen-SS war. Und als das rausgekommen ist, wurde Derek gecancelt. Da war klar, es wird nie wieder eine Folge Derek im deutschen Fernsehen zu sehen sein. Wie findest du das denn? Und ich habe gesagt, das finde ich in dem Fall bedauerlich, aber auch nachvollziehbar. Man kann das nicht voneinander trennen. Das Werk und den Menschen. Weißt du, ich finde das ganz schwierig. Das ist für mich ein bisschen wie dieses Gedankenexperiment, würde man einen Pullover von Adolf Hitler tragen? Wenn man sich das vorstellt, Pullover von Adolf Hitler, er passt einem zufälligerweise und ist mehrfach gereinigt. Also es ist kein Hitler-Molekül mehr an diesem Pullover dran. Würde man ihn tragen? Natürlich nicht. Weil man wüsste, das Ding hat mal Hitler gehört.
Und Justus hat gesagt, also jetzt reicht's aber hier. Du erzählst mir ja seit Monaten was von rationalem Denken und von Wissenschaftlichkeit. Und weißt du, was das ist? Du würdest den Pullover nicht tragen, weil er böse ist. Das ist Voodoo. Das ist das Gegenteil von Wissenschaftlichkeit. Und ich habe gesagt, nein, das ist total menschlich. Niemand würde einen solchen Pullover tragen. Und Justus hat gesagt, doch. Justus hat gesagt, er würde ihn tragen. Alles andere sei doch vollkommen irrational. Und da bin ich ausgerastet. Ich finde, man muss auch die Umstände sehen. Aber ich habe gesagt, nein, ich glaube, ich weiß, warum du den tragen würdest. Weil du kein Problem mehr hast, mit Rassisten und Antisemiten spazieren zu gehen gegen die Corona-Diktatur und demnächst gegen die Energiediktatur. Weil du genauso Probleme hast, dich von Putin zu distanzieren wie die Typen in der AfD. Deswegen würdest du den Pullover tragen, weil du inzwischen ein Nazi bist. Und dann bin ich raus und habe nicht mal Tschüss gesagt. Ich muss wirklich sagen, ich habe mir das Ende von Corona ganz anders vorgestellt. Und ich frage mich jetzt auch, was ich machen soll. Ich könnte anrufen und sagen, Entschuldigung, der Ausraster war daneben. Vielleicht würden wir nochmal streiten. Vielleicht uns wieder vertragen. Oder ich lasse es einfach, weil es nämlich sinnlos ist. Was meinen Sie? Was würden Sie mir raten? Das würde mich jetzt mal interessieren. Wer von Ihnen ist der Meinung, ich sollte den Kontakt vollständig abbrechen? Ja? Sieht nach einer Minderheit aus, der Rest traut sich nicht? Oder Gegenprobe? Wer findet, ich sollte nochmal anrufen und mich vielleicht entschuldigen, der Freundschaft eine Chance geben? Deutliche Mehrheit. Interessant. Okay, eindeutiges Votum, alles klar. Ja? Das finde ich spannend. Gut. Ich nehme das mal mit. Ich denke drüber nach. Vielleicht haben Sie recht, meine Damen und Herren. Vielleicht ist es wichtig, dass wir im Gespräch bleiben, auch angesichts der Krisen, die noch auf uns zukommen, auch vielleicht um zu verhindern, dass sich Menschen noch mehr radikalisieren. Ja, vielleicht ist es so. Ich muss auf jeden Fall sagen, das Gespräch mit Ihnen hier, das hat schon mal sehr, sehr gut getan. Also das muss ich sagen. Nein, wirklich. Das ist schon... Das ist schon für mich jetzt ganz klar auch ein Argument dafür, miteinander im Gespräch zu bleiben. Also dieses Gespräch mit Ihnen. Ich fand, es war ein gutes Gespräch. Tut mir leid, dass ich jetzt so viel geredet habe. Das entwickelt doch dann manchmal so eine Eigendynamik. Aber ich fand trotzdem, es war ein gutes Gespräch. Ich sag mal so, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann müssen Sie auch mal was erzählen. Vielen Dank.